Wir Menschen, wir sind wirklich Meister des Selbstbetruges. Wir belügen uns ständig und einer der größten Lügen, die wir uns immer selbst erzählen, ist die, dass wir, und das passiert meistens ziemlich unterbewusst, einfach so leben, als würden wir ewig auf dieser Erde bleiben. Und das tun wir aber nicht. Der Tod, der ist eine Sache, die ist in unserer Gesellschaft total verpönt. Es ist ein Tabuthema, darüber zu reden. Darüber spricht man nicht gerne. Und ich finde das so ironisch, weil das ist vielleicht die einzige Sache, wo ich dir garantieren kann, dass sie auf dich zukommt. Ob du willst oder eben nicht. Und das ist auch gut so, weil wenn du dir darüber klar wirst, dann kannst du das auch dann nutzen. Nutzen, um dann wirklich deine Vision zu erreichen. Denn würden wir ewig weiterleben, dann würden wir wahrscheinlich auch ewig prokrastinieren. Und da wir das aber nicht tun, sollten wir auch das andere nicht machen, also ewig irgendwelche Sachen vor uns herschieben. Und dazu lade ich dich jetzt zu einer sehr kraftvollen Übung ein. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib dir einfach auf, wenn ich jetzt in mein Leben 6 Monate so weitermachen würde wie bis jetzt, wie wäre dann mein Leben in 6 Monaten? Oder wenn ich jetzt mich entscheide, mich zu verändern, mich für meine Vision entscheide und mich dazu entscheide, meine Gewohnheiten zu verändern, schreib es dann in die andere Spalte, wie wäre dann mein Leben in 6 Monaten? Wie würde das dann aussehen? Also du entscheidest dich, wie gesagt, zwischen ich lebe es einfach so weiter wie bis jetzt oder ich ändere etwas und zwar grundlegend. Und dann schreibst du weiter, okay, wie würde jetzt mein Leben in 2 Jahren so aussehen, wenn ich jetzt so mal weitermachen würde wie jetzt? Und wie könnte mein Leben aussehen, wenn ich mich dazu entscheide zu ändern, den Weg zu meiner Vision zu gehen? Und dasselbe machst du auch noch mal mit 5 Jahren. Denn es sind, wie gesagt, immer die oder sehr häufig auch unsere Gewohnheiten, die wir verändern dürfen. Dazu habe ich selbst noch mal ein Video gemacht, das schicke ich dir unten in die Kommentare, die uns dann auch zu unserer Vision führen. Ich wünsche dir viel Erkenntnis, sei ehrlich mit dir und schreib mir gerne, wie diese Übung für dich war.